Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist jetzt etwas mehr als 4 Jahre her, dass das letzte Z-Weekend in Altenbeken stattgefunden hat. An diesem Wochenende im Mai findet das 8. internationale Z-Weekend statt. Begleitet mich auf einer Runde über die Messe und schaut euch die Anlagen an und was es sonst noch alles Schönes zu sehen gibt. Viel Spaß mit dem Video! Und dann geht er mal irgendwie weiter.
Das waren die beiden ersten. Halt. Ja, ja, das ist weiß, aber er nicht weiß. Ja, guck mal dann. Mein Lockproblem haben wir einigermaßen eingrenzt. Und? Thank you.
spannend ist, wenn ich das aussehe. Ich glaube, in Hamburg haben wir wirklich eine richtige Absorganlagen. Digital with sound? I've ordered one. 21. With Ukrainian speech, yeah. Okay. What do you think of when you deliver? Possibly? I can't even imagine, because there are still so many duties. Yeah. I got here in Germany because I'm alone with two children. Yes, so of course. One, I will. Once I solve the problems, maybe I will later announce on the forum or somewhere else when I will review everything. At the moment, I already started to. Läuft da an, ne? Eventuell läuft er da auf, zieht ihn hoch und dann hat er keinen Kontakt mehr. Doch, Brennung 3. Das ist ein Schnee. 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 Das ist
Hast du jetzt irgendwo? Also da kommst du mit der Lobby hin, aber dann muss halt bei der Leiche, wenn du jetzt hier einmal so reißt. Ja, wo liegt das so für dich? So, und der Mist und jetzt noch? Also mein Mond war gestern auch 22. Ich hab die Uhr In Poland, it's called Gagarin. Gagarin, ja, ja. DDR, Tigertrommel. Ja, und die andere, Ludmilla. Ja, ja, das geht so nett. Wie lange haben Sie dafür gebraucht? Klar. Also, dann muss das wieder. Noch 20 Euro für 3D-Druck in der Qualität nicht einmal übertrieben sind. Oh, danke schön. Danke. Vielen Dank.
Ich meine, du hast nichts gemacht. Nein, ich wollte trotzdem. Alles klar. Sehr gut. So ist keine Ahnung. Jetzt haben wir nicht das letzte Mal noch zu kommen. Du musst es mit die Weinstücke kleben. Das Tablet fällt. Wobei, man stimmt da irgendwas nicht, sehe ich jetzt. Ja,
ist, aber. Ich glaube, die Garage auch verbaut hatten schon. Thank you.
Wir gucken nur mit den Augen. Das ist ja ähnlich. Das Wetter ist eigentlich erscheint. Geil, Thank you.
Genauso sah die Baustelle aus zu dem Zeitpunkt. Das ist ein Museum jetzt aktuell, eine Räucherkarte. Die hat man in einer anderen Ortschaft ab und da wieder aufgebaut. Und die Straße, das Bad von der Straße ist hier schon genau. Ja, die funktioniert auch nicht. Habe ich dir schon was zur Kirche erzählt? Ja, die Heimatregion ist bergig und wir haben gedacht, wir wollen einfach mal unser flaches Land. Ja, ja. Gucken, ob das auch so attraktiv ist, dass man es ausstellen kann. Ne? Bei uns ist ja wirklich flach. Also unser höchster Berg in Schleswig-Holstein ist 189 Meter. Also da sagen wir Berg. Ich habe eine Richtung fahren, ich habe aber es noch nicht ganz durch. Also das ist am Dorfmuseum nennt sich die Straße. Und das Museum, also normalerweise ist die Straße ein bisschen länger und das Museum ist hier. Der Kuhstall ist eigentlich, also die Silage ist eigentlich hier. Und der kommt in Wiesbaden rein.